Auch dieses Jahr gibt es wieder die Days of Play. Das heißt, fette PlayStation-Angebote an der Hard- und Software-Front. Welche ihr euch unserer Meinung nach mal genauer angucken solltet, erzählen wir euch ohne weitere Umschweife hier und jetzt. Fangen wir doch mal direkt mit einem Entertainment-Banger an. Mit Banger meinen wir allerdings keine Wurstware, sondern Hardware-Kracher wie das PlayStation VR Starter Pack. Das bekommt ihr aktuell bei teilnehmenden Händlern für 199,99 Euro. Welche das sind, findet ihr mit dem Link in der Beschreibung heraus. Da gibt's außerdem auch alle weiteren Infos. Wir haben unsere VR gerade mit dem 3D-Rudder aufs nächste Level gehoben. Was das Fußpedal kann, das seht ihr im verlinkten Video. Aber auch ohne das Zubehör ist die erste Reaktion auf virtuelle Realität immer dieselbe. Aufsetzen, Stille, ein langes. Wow! Die Person mit der Brille beginnt sich in alle Richtungen zu drehen. Ne? Shoutout an meinen Kumpel Peter. Wir können es nicht oft genug sagen, VR ist etwas, was man selbst erleben muss. Man kann es beschreiben, erleben ist aber einfach the real thing. Mit dem Starter Pack bekommt ihr die PlayStation VR, PlayStation Camera und VR Worlds zum Reinschnuppern. Den richtigen Spaß habt ihr aber unserer Meinung nach mit Blood and Truth. Oder Astrobot Rescue Mission. Oder Firewall Zero Hour. Oder Gran Turismo Sport. Oder, okay, ihr merkt schon, es gibt mehr als genug VR-Spiele, die wir euch empfehlen können. Manch einer möchte ja behaupten, dass eine PlayStation VR zu besitzen der Mitgliedschaft in einem super exklusiven Club gleichkommt. Das kann man so sehen. Die wirklichen Mitgliedschaften hören aber auf den Namen PlayStation Plus und PlayStation Now. Auch die gibt's beide während der Days of Play für einen schmaleren Taler als sonst. Gerade im Juni lohnt sich PlayStation Plus wieder besonders. Call of Duty WW2 und Star Wars Battlefront 2 können sich unserer Meinung nach mehr als sehen lassen. Außerdem hat der PlayStation Plus Service bald Geburtstag. Wie kann man schöner mitfeiern als Mitglied? Die ganzen Vorteile vom Plus für eure PlayStation brauchen wir vermutlich nicht mehr zu erklären. Bei PlayStation Now legen wir aber nochmal nach. Vor allem, weil wir den Dienst so feiern. Wir haben ja gerade letztens erst unsere aktuellen Highlights, die ihr bei PlayStation Now spielen könnt, in ein Video verpackt. Klickt einfach mal oben in die Ecke. Aktuell könnt ihr für 41,99 € ein ganzes Jahr lang auf die riesige Bibliothek voller PS4, PS3 und PS2 Spiele zugreifen. Das heißt also hunderte Spiele an, durch oder nochmal zocken. Für unter 3,50 € pro Monat. Wem erstmal 3 Monate reichen, der bekommt das Quartal für 19,99 €. Das sind immer noch gerade mal 6,66 € pro Monat. Und wo bekommt man sonst schon Control, Marvel, Spider-Man, Hollow Knight und hunderte weitere Spiele für einen so teuflisch guten Kurs? Jetzt mal ehrlich, wo? Wir sollen weniger Fragen stellen und mehr Ansagen machen? Kein Problem. Alle PlayStation-Hits ab 14,99 €. Einer der Hauptgründe, für die wir unsere PlayStation lieben, sind nun mal die Spiele. Genauer noch, die Exclusives. Und davon tümmeln sich unter den PlayStation-Hits einige. Und nur um es direkt mal vorwegzunehmen, am 19. Juni kommt Part 2, also habt ihr jetzt nochmal die letzte Chance, The Last of Us Remastered nachzuholen. Und diese Frage sollte sich eigentlich niemand stellen, der eine PlayStation 4 sein eigen nennt. Das ist unser voller Ernst. Oder können diese Augen lügen? Heute machen wir es etwas anders. Wir könnten uns jetzt wieder den Mund fusselig reden, wie einmalig die Story von God of War ist, wie wunderbar Horizon Zero Dawn sich spielt oder wie spielenswert alle Uncharted-Teile sind. Das könnt ihr euch hier ja im Detail auf dem Kanal angucken. Alle diese Spiele sind PlayStation-Hits und deshalb auch günstiger. Heute geben wir euch aber lieber ein paar Game-Tipps, über die wir sonst nicht so viel sprechen. Dazu gehört zum Beispiel Ratchet & Clank, genauer noch der 2016er Teil. Ein geniales Action-Adventure mit Third-Person-Shooter-Passagen. Noch bevor sich Insomniac Marvel Spider-Man verschrieben haben, ging es beim Entwickler Galactic zu. Hier könnt ihr ein Abenteuer erleben, das mit der emotionalen Achterbahnfahrt eines Pixar-Streifens locker mithält. Und wir meinen den guten Stuff. Also verpfeif dich, Blitzmeck-Königin. Mit Ratchet & Clank hat das Franchise wieder zu alter Stärke zurückgefunden und das in edelster PS4-Optik. Wobei, wenn wir schon von edler Optik reden, müssen wir halt auch von Death Stranding sprechen. Guckt euch doch mal diese Welt an. Diese Cutscenes. Dieses Baby. Na okay, Death Stranding ist die PlayStation VR unter den Games. Man muss es selbst ausprobiert haben, um zu verstehen, was es so besonders macht. Und halt, wir sprechen hier gerade mit dir. Ja, du. Der du gerade wutentbrannt DRL-Simulator in das Kommentarfeld hämmerst. Ist halt Quatsch. Läuft man in diesem Spiel wie in fast jedem anderen herum? Ja. Geht es in diesem Spiel um das Herumlaufen? Nein, einfach nein. Das, was dieses Spiel so einzigartig macht, ist seine Atmosphäre. Und deshalb legen wir hiermit nochmal jedem Kojimas aktuelles Projekt ans Herz. Aber zurück zu den PlayStation-Hits. Auch Infamous Second Son hat dort einen festen Platz. Bevor euch der Juli nach Tsushima ruft, solltet ihr auf jeden Fall gucken, was Sucker Punch in Infamous aus Seattle gemacht haben. Oder vielmehr das Department of Unified Protection. Das hat dort nämlich das Sagen. Und das bedeutet im Umkehrschluss für euch allerlei Action.
Als Delson Rowe steht ihr nämlich ganz weit oben auf der DOP-Abschussliste. Der Organisation sind eure übernatürlichen Fähigkeiten nämlich ein Dorn im Auge. Wie so oft, wenn man keinen Onkel Ben hat, stellt sich Delson und somit auch ihr euch die Frage aller Fragen, bin ich ein Held oder ein Schurke? So viel sei verraten, eure Entscheidung wird Folgen haben. Wie ihr anhand Death Stranding ja schon gemerkt habt, sind aber nicht nur PlayStation-Hits im Angebot. Ihr könnt auch mit Deacon durch das wilde Oregon in Days Gone cruisen. Oder heizen. Aufpassen solltet ihr aber, egal wie ihr gerade fahrt. So schön die Spielwelt auch ist, so tödlich kann sie sein. Freaker-Horden, wilde Tiere, fanatische Kultanhänger, Banditen und eine große Frage, die es zu beantworten gilt, erwarten euch. Und sollen wir euch mal was sagen? Selbst nachdem wir die Kampagne schon lange durch haben, steigen wir immer mal wieder gern auf unser Bike. Dabei ist egal, ob wir nur eine Runde rumcruisen oder eine Freaker-Horde erledigen wollen. Die Welt von Days Gone schläft nicht. Natürlich wären die Days of Play keine runde Sache, wenn nicht auch FIFA 20 am Start wäre. Der Preis kann sich dabei allemal sehen lassen. Bloß schlappe 9,99 € kostet der Spaß. Und da könnt ihr dann in Adiletten vom Sofa aus so viele Dinger unter die Latte zimmern, dass keine Torfabrik mehr hinterherkommt. Hurra! Fans der geballten Action sollten bei Call of Duty Modern Warfare hellhörig werden. Die brachiale Kampagne ist mal wieder ein absoluter Hingucker. Dazu noch der klassische COD-Multiplayer und Koop-Mission. Ist schon ein echt rundes Paket, oder? Wer bei Warzone bisher fleißig geübt hat, kann hier das Gelernte nochmal unter Beweis stellen. Und weil wir können und es nie zu früh oder zu spät zum Gruseln ist, noch ein letzter Tipp. Auch Resident Evil 3 wehrt uns bei den Days of Play. Was das Franchise alles so hinter sich hat, erfahrt ihr im Video oben in der Ecke. Was Claire und Carlos alles noch vor sich haben, erfahrt ihr für 39,99 € selbst. Ach, und Resi Resistance ist ja auch dabei. Dazu sagen wir mal, probieren geht über studieren. Also Leute, bis zum 17. Juni habt ihr noch Zeit, bei den diesjährigen Days of Play zuzuschlagen. Bei welcher unserer Empfehlungen werdet ihr schwach? Oder seid ihr es schon geworden? Habt ihr euch was ganz anderes gegönnt? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn es ein paar Socken geworden sind, schreibt aber bitte noch direkt die Farbe dazu. Falls ihr noch nicht abonniert habt, hier eine kleine Sneak Peek, warum ihr das unbedingt tun solltet. Freitag geht's um Dinge, die ein echter Gamer nie sagen würde. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, schöne Days of Play. Viel Spaß beim Zocken.